Hi, ich bin der Robin und herzlich willkommen auf meinem Kanal Finanzguru. Ja, heute ist es wieder soweit, heute zeige ich euch wieder ein super spannendes Unternehmen. Und zwar habe ich heute ein Unternehmen im Bereich Wasserstoff, also im gesamten Wasserstoffsektor in der Automobilindustrie dabei. Und zwar geht es mir heute um Weichai Powers. Seid gespannt und bleibt dabei. Viel Spaß! Schon los. Also wie ich vorhin gerade gesagt habe, geht es mir um die Aktie oder um das Unternehmen Weichai Powers. Ja, vielleicht kennst du der ein oder andere, vielleicht aber auch nicht. Die sind aber eigentlich schon sehr, sehr lange am Markt, beziehungsweise schon ein sehr, sehr großes Unternehmen und sind hier im chinesischen Raum unterwegs. Und gegründet oder anfänglich wurde es eigentlich schon 1953, also schon eine ewige Zeit, das sind über 57 Jahre, was das Unternehmen an sich schon gibt, unter die Hauptgruppe. Und die haben sich seit 1953 mit Dieselmotoren beschäftigt, also eigentlich um den ganzen Antrieb, um die Dieselmotoren. Natürlich werden die weiterhin noch benötigt und gefahren und auch in China, aber jetzt hat sich Weichai eben ein nächstes Ziel gesetzt und das möchte ich euch heute einfach zeigen. Also ich teile es einfach so ein bisschen auf. Einmal so, was macht Weichai Powers? Dann, was haben sie für Kooperationen geschlossen? Und zum Schluss, wie ihr es vielleicht von mir schon kennt, einfach so ein bisschen die Zahlen. Ja, und da haben sie eben jetzt den Bereich Wasserstoff da auch für sich entdeckt. Ganz klar, es könnte ein Zukunftsmarkt werden oder wird einer der Zukunftsmärkte. Und daher wollen sie natürlich hier auch breit aufgestellt sein. Ja, also wie gesagt, seit wann es die gibt, habe ich jetzt schon ein bisschen was gesagt. Und jetzt möchte ich einfach nochmal auf die Kooperation eingehen. Ja, an sich das Kerngeschäft von denen ist eben einfach da auch die Motoren, die Nutzfahrzeuge und auch die ganze Fahrzeugelektronik und die Komponenten. Also das sind so vier Kernbereiche, die die einfach haben und wo die da einfach unterwegs sind. Ja, wie ich es schon versprochen habe, werde ich euch jetzt die Kooperationspartner nennen, also beziehungsweise wo Weichai auch da schon investiert ist, in wen. Und zwar sind da auch Namen dabei, die ihr durchaus kennt und die jetzt auch gerade so ein bisschen Big Player werden in dem Bereich oder werden könnten auch noch. Und zwar haben sie 19,9% Anteile an Ballard Power. Also Ballard Power ist ein reines Wasserstoffunternehmen, kennen denke ich auch sehr, sehr viele. Und hier hält eben Weichai 19,9%. Ist sehr viel, weil die natürlich in diesem Sektor breit aufgestellt sein wollen und mit Ballard hier einfach den chinesischen Markt nochmal so ein bisschen von hinten aufrollen wollen. Also ich habe mir einfach so ein bisschen rausgesucht in die 19,9% und bis 2021 haben die schon geplant, dass ca. 2000 Brennstoffzellen pro Jahr eben aufs Band gehen sollen. Also 2000 Brennstoffzellen hergestellt werden sollen. Und damit wollen eben beide diesen chinesischen Markt einfach mit Brennstoffzellen für Busse hauptsächlich, also Busse, LKWs und Stapler, also Gabelstapler bedienen. Also das ist so ihr Kerngeschäft, Busse und LKWs, also einfach so die größeren Gefährte, sage ich jetzt mal. Natürlich sind Nutzfahrzeuge genauso mit dabei, aber auf die größeren liegt einfach der Fokus. Ja, die zweite Kooperation, die sie haben, ist mit Ceres Power. Genau, Ceres Power ist auch eine Wasserstoffaktie, beziehungsweise ist auch ja gelistet und hier hält auch Weichai 20%. Also das heißt auch hier, ähnlich wie, sage ich mal, bei Ballard, nur 0,1 mehr, aber auch eben 20% und wollen eben hier auch, weil die einfach Experten der Herstellung mit Wasserstoff sind, also Ceres, wollen die da einfach auch hier den Markt mit beherrschen und einfach mehrere Gemeinschaftsfirmen damit auf den Weg bringen, beziehungsweise auch mehrere Kooperationen damit bringen. Und ich finde, es sind sehr, sehr spannende Kooperationen. Eine einzige gibt es noch, und zwar ist es auch mit deutscher Beteiligung. Hier geht es jetzt um die Kion-Gruppe. Die sind ja für ihre Stapler bekannt und sind ja eben auch an der Börse gelistet und sind hier einfach da auch Anteilseigner mit von Kion. Wie gesagt, drei sehr, sehr spannende und natürlich breitflächige Unternehmen. Somit sind die hier einmal im Wasserstoffsektor, sage ich mal, mit knappe 40% mit aufgestellt, 20 bei Ceres und knappe 20, 19,9 bei Ballard und eben auch noch zum Teil mit Kion.
Also daher finde ich es sehr, 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 sehr spannend und man sieht, die gehen weg von diesen klassischen Dieselmotoren und widmen sich da einfach mehr der Zukunft. Jetzt einfach noch ein bisschen was zu den Zahlen, also dass ihr da einfach auch so ein bisschen den Background kriegt und ihr werdet sehen, dass die Zahlen schon sehr, sehr gut sind und hier auch schon die Gewinnschwelle länger erreicht wurde, was ich auch sehr positiv finde. Das heißt, man ist jetzt hier nicht so ganz auf einen Zock aus, sondern man sieht, okay, die Gewinnschwelle wurde bei dem Unternehmen einfach schon erreicht. Also das Ergebnis hier, Aktie waren 2018 1,29 und 2019 1,30. Der Umsatz hier Aktie hat knapp 23,6 2018 betragen und 2019 24,82, also da auch eine kleine Steigerung. Das Eigenkapital betrug 70.998 und 2019 78.050. Entschuldigung, nicht 500, 78.050. Ihr seht es ja hier jetzt auch einfach nochmal so die grobe Übersicht. Ihr könnt es einfach nochmal mitverfolgen. Millionen natürlich, immer in Millionen. Eigenkapitalquote daraus waren 2018 18,66 und 2019 18,44 Millionen. Also auch da sieht man irgendwo auf einem gleichen Niveau und auf einem anhaltenden Niveau und die Umsätze steigen. Die Dividende je Aktie, also die zahlen auch schon bereits eine Dividende seit ein paar Jahren. 2018 war die bei 0,52 und 2019 bei 0,32. Ja, entspricht momentan so um die 2,8 bis 3%, ist aber eine ganz ordentliche Dividende, die man natürlich so auch noch mitnehmen kann. Ja, und die Umsatzerlöse finde ich auch immer eine ganz wichtige Kennziffer, einfach zu sehen, okay, wachsen die Umsätze stetig. Also 2018 waren es 187.774 Millionen und 2019 bereits 196.957 Millionen. Also auch da ist ein Umsatzwachstum da und wenn ihr euch einfach mal so die Vorjahre 17 und 16 noch anschaut, schaut gerne einfach mal rein ins Unternehmen, werdet ihr sehen, dass da stetiges Wachstum da war. Ja, allein auch anhand der Zahlen, also momentan steht die Aktie so bei 1,67 Euro, 1,70 Euro rum, war schon bei 1,80 Euro oben. Aber ich glaube, dass hier einfach dadurch, dass die diesen Zukunftsmarkt auch Wasserstoff mit aufgegriffen haben und daher auch Anteile halten an zwei sehr gut positionierte Unternehmen, glaube ich, dass hier noch viel, viel Potenzial drin steckt. Und für mich gehört sie ganz klar auf die Watchlist. Aber ganz, ganz wichtig, also meine Videos, das sage ich immer wieder dazu, es ist keine Anlageberatung und auch keine Handelsempfehlung und es können Interessenkonflikte auftreten, da ich teilweise selbst investiert bin. Also bitte, bitte beherzigt es. Keine Anlageberatung. Ja, ich hoffe, das Unternehmen hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst gerne den Abo-Button da, um mich zu unterstützen. Ich freue mich auf jeden von euch. Und wenn euch noch irgendwas allgemein zu den Themen einfällt, dann schreibt es mir auch gerne unten rein. Ja, das war es soweit von mir heute und wir sehen uns wieder am Freitag. Ciao!